Die Gastronomie ist von der Corona-Krise besonders getroffen. Der Landesvorsitzende der DEHOGA erwartet einen Umsatzminus von 1,5 Milliarden Euro, sollte dieser Zustand noch so weitergehen. Wir waren heute auf der Demonstration des Landesverbandes hier in Mainz und haben mit den Verantwortlichen gesprochen. Das alles gleich nach dem Intro. Ja, herzlichen Dank, Herr Aumann. Ich freue mich, dass ich ein paar Worte zu Ihnen sprechen darf. Wir haben uns schon in den letzten Tagen immer wieder klar und deutlich geäußert zu der besonderen Situation des rheinland-pfälzischen Gast- und Hotelkettengewerbes. Und ich glaube, es wird ist an der Zeit, dass wir gleichziehen mit allen anderen Bereichen, denn es ist doch nicht einzusehen, dass gerade Sie, die Sie ja mit Hygienevorschriften sicherlich besser auskommen als viele andere, auf einmal hier in einer anderen Situation sind. Und ich glaube, die beste Hilfe für Sie alle wird Umsatz sein. Umsatz, 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 und dann wird es Ihnen auch wieder besser gehen. Und ich werde nachher in der Erwiderung zur Regierungserklärung von Frau Dreyer auch deutliche Worte finden zu ihrer Situation. Ich glaube, dass es eine Schande ist für Rheinland-Pfalz, dass wir als Touristikland gerade in Rheinland-Pfalz die Gaststätten und Hotelgewerbe am langen Arm verhungern lassen. Ich finde diese Aktion sehr gut, wünsche Ihnen viel Erfolg und an uns soll es nicht liegen. Vielen Dank. Wir erleben heute wieder mal einen Aufschrei der DEHOGA, leere Stühle, gedeckte Tische. Ich habe hier den Präsidenten der DEHOGA Rheinland-Pfalz, Herr Haumann, und werde ihn jetzt nun fragen, was das für die Gastronomie bedeutet. Herr Haumann, wie fühlen Sie sich konkret, ganz persönlich? Ganz persönlich ist es eine betrübliche Situation, weil wir 11.500 Betriebe haben, die leer stehen. Wir sind deshalb heute mit 1.150 Möbelstücken hier. Jedes Möbelstück steht für 10 leere Betriebe. Unternehmer, die dringend Geld brauchen, die aber andererseits akzeptieren, dass es einen Gesundheitsschutz gibt, der für uns das höchste Gut ist. Und wir akzeptieren jedes Datum. Wir wollen nur bald ein Datum und bis zu diesem Datum brauchen wir dringend finanzielle Unterstützung. Wie können Sie sich diese finanzielle Unterstützung vorstellen? Die Betriebe brauchen schnell Geld, weil sie ja laufende Kosten haben. Und insofern könnte diese Unterstützung in einem eigenen Gastro-Rettungspaket liegen, dass Zuschüsse, die nicht rückzahlbar sind, an die Betriebe ausgeht. Was erhoffen Sie sich denn oder welche Maßnahmen könnten Sie sich denn vorstellen, die jetzt ganz konkret auch umsetzbar sind? Ja, wir haben ja drei Punkte. Wir brauchen A, ein Datum, wann wir wieder öffnen dürfen. Wir brauchen B, Zuschüsse oder frische Geldmittel, um dieses Datum zu erreichen. Und drittens brauchen wir nach Eröffnung eine Verbesserung der Ertragskraft, einmal durch Flexibilisierung des Arbeitszeitgesetzes. Zum Zweiten zumindest temporär die Anerkennung als Saisonarbeitsbranche. Drittens die Absenkung der Mehrwertsteuer für Speisen und Getränke. Viertens die steuerliche Absetzbarkeit von Tilgungsbeträgen, was Corona-bedingte Betriebsmittelkredite betrifft. Fünftens die Verbesserung steuerlicher Abschreibungsmöglichkeiten. Und sechstens, last but not least, die Ausweitung der steuerlichen Berücksichtigungsfähigkeit von Verlusten. Je länger dieser Lockdown dauert, umso mehr Umsätze gehen Ihnen verloren. Können Sie das ungefähr beziffern, was in einem so starken, wunderschönen Monat der Gastronomie entgeht? Nun, das ist ja eine einfache Kopfrechnung. Wir haben in Rheinland-Pfalz etwa 7,8 Milliarden Euro Umsatz im Tourismus jährlich. Das sind im Monat 650 Millionen Euro. Und es gibt Monate, die unterdurchschnittlich sind. Die haben wir gerade hinter uns. Und jetzt kommen die Monate, die überdurchschnittlich sind. Wir haben selber einmal hochgerechnet, dass im März, April rund 1 Milliarde Euro ausgefallen ist. Wenn der Mai jetzt noch dazukommt, können wir sicherlich über 1,5 Milliarden Euro sprechen, die an Umsatz ausgefallen sind. Und was erwarten Sie jetzt konkret von der Politik? Sie erwarten ein Datum. Was würden Sie sich denn wünschen? Aber es muss ein Datum sein, dass nicht die Gefahr birgt, dass wir nochmal geschlossen werden. Und insofern wären wir froh, wenn wir eine Öffnung im Laufe des Monats Mai hinbekommen würden. Alles klar. Dann drücke ich Ihnen ganz herzlich die Daumen. Vielen Dank für Ihr Engagement. Alles gerne. Ja, liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Kommentar da, liked es und abonniert den Kanal. Immer dran denken, Support ist kein Mord. Aber viel wichtiger, bleibt gesund und bleibt aufrecht.